Da sind wir wieder mit einem neuen Video in unserem Kanal. Ich hatte einen Tipp bekommen von meinem Freund Björn. Erstmal schönen Dank für die Location. Das ist ein altes Landhaus hier mitten im Wald. Und wir werden uns das heute mal anschauen. Bis gleich, Leute. So, ich bin hier in einem Zimmer im oberen Geschoss. Das sieht nicht mehr so stabil aus, das Haus. Wie ihr hier oben seht, es fällt schon langsam auseinander. Es kann sein, dass dieses Video ganz ein kleines Video wird. Knapp 20, vielleicht kriege ich 20, 25 Minuten hin. Aber wir werden mal schauen. Hier haben wir Taschenlampen. So, schaut mal, Leute. Das ist ja ein alter Flasch. Alt Radios. Langsam gehen, nicht dass der Boden irgendwie absackt. Hier haben wir alte Bücher. Die Autos, die ihr hört, das ist genau neben der Autobahn. Also das ist das eine Zimmer. Hier war so einen alten kleinen Fernseher von damals noch. Hier sind wir im oberen Flur. Hier hängen noch Jacken, Stiefel. Und da ist der Boden schon abgesackt. Da komme ich leider nicht durch. Ich könnte versuchen, vielleicht hier oben lang. Oder aber das Geländer ist ja auch schon ganz schön wackelig. Aber wir können ja mal kurz reinzoomen, wie es da drüben aussieht. Das ist ein anderes Zimmer, aber wie gesagt, da komme ich nicht hin. Das ist mir wirklich zu gefährlich, darüber zu gehen. Das war wahrscheinlich ein Wohnzimmer. So, hier haben wir noch ein Schlafzimmer. Da haben wir so einen kleinen Bonsai-Baum. Kopfhörer. Ich werde nicht weiter reingehen. Wie gesagt, der Boden ist schon ganz schön wackelig und morsch. Dachboden fällt auch schon langsam runter. Ich gehe jetzt mal runter. Seht ihr, das ist der Boden von oben. Ein altes Telefon. Satelliten,
Mickey Mouse. Von wann ist denn der? Von 94. Rasierapparat. Ein sehr altes. Es wölbt sich alles da oben schon. Hier haben wir noch ein Zimmer. Sieht aus wie ein Kinderzimmer. Ja, es war ein Kinderzimmer. Die Zeichnungen sind voll gut gemacht. Muss ich wirklich sagen. Sehr schön gezeichnet. Hier ist noch eine Kinderjacke. Die ganze Kleidung liegt hier noch. Aber die Möbel sehen eigentlich noch ganz gut aus. Muss ich wirklich sagen. Sieht aus, als wären die einfach gegangen und hätten es so zurückgelassen. Batterien, eine Menge Batterien. Das sieht schon echt schlimm aus. Da sind wir auch runtergekommen. Hier ist der Haupteingang. Da hängen noch alte Schlüssel. Alles runtergekommen. Hier hängen noch Klamotten. Alte Mausefallen. Schrank. Es liegen sehr viele Kabel hier. Hier haben wir die Küche. Lebensmittel. Katjes Pfötchen. Schon krass. So, und das sind da glaube ich schon durch. Der Boden wölbt sich total.
Hier ist es nochmal von draußen. Hier muss ich aufpassen. Nicht, dass wir hier runterknallen. Hier ist noch ein alter Öltank. Ein alter Schuppen. Da oben ist das Zimmer, wo ich nicht rein konnte. Das hier war so ein Stall oder Schuppen. Hier fällt das auch schon alles auseinander. Eine Werkbank. Ja, das ist wahrscheinlich so ein alter Gastank oder Öltank. Eigentlich schade, dass sowas einfach so verlassen wird, weil das sah eigentlich noch ganz gut aus. Hier ist nochmal die andere Seite. Und hier war wahrscheinlich der Haupteingang auf der Seite. Da ist die Haupttreppe. So Leute, ich habe gerade einen Herrn unterwegs getroffen. Ich habe gefragt, was das früher für ein Haus war. Das war das Bahnwärterhaus. Da hat der Bahnwärter früher drin gewohnt. Ich werde sehen, ob ich noch ein bisschen Info im Internet finde. Und dann mache ich eine kleine Intro für euch mit einer kleinen Vorgeschichte. So nochmal, macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.